Schau dir dieses Video an, wenn du mit deinem aktuellen Notenschnitt nicht zufrieden bist. Willkommen zurück, Abiturläden. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und was ich mir mittlerweile einfach zur Verantwortung gemacht habe und zur Aufgabe gemacht habe, ist, dass einfach jeder Oberstufenschüler, der sagt, ey, ich will diesen Notenschnitt schaffen, dass er den auch schafft. Deswegen, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt gerade mein Zeugnis bekommen und ich bin einfach mit meinem Notenschnitt nicht zufrieden. Ich habe das Gefühl, ich stecke da was rein, aber irgendwie, irgendwas muss ich verändern. Ich kann mich entweder nicht aufraffen, ich schiebe immer alles vor mir her oder ich setze mich vielleicht an den Schreibtisch, aber dann ziehe ich es nicht wirklich durch. Oder ich sitze zwar den ganzen Tag am Schreibtisch, aber ich habe einfach das Gefühl, ich schiebe die ganze Zeit die wirklich wichtigen Dinge von mir weg oder ich habe überhaupt gar keine richtige Lernstrategie. Ich weiß gar nicht, wie ich wirklich richtig lerne. Ich lerne zwar die ganze Zeit, aber ich habe das Gefühl, es kommt irgendwie nicht so wirklich was in meinem Kopf an. Oder wenn du zu den Leuten gehörst, die sagen, ey, ich fühle mich am Abend vor der Prüfung richtig gut vorbereitet. Ja, ich habe das Gefühl, ich kann alles. Aber dann bin ich einfach so scheiße nervös, bevor die Prüfung dann losgeht, dass ich dann wieder so viele Dinge vergesse oder mir geht immer die Zeit in der Klausur aus. Oder, und das ist jetzt der allerletzte Punkt, der auf dich zutreffen könnte, ist, dass du dir sagst, ey, mit all den Dingen habe ich gar kein Problem. Das Ding ist nur, ich habe in der Klausur immer zu wenig Zeit und ich habe das Gefühl, ich treffe nie genau den Erwartungshorizont, für den irgendwie der Lehrer denkt, irgendwie das, was er wünscht, treffe ich einfach nie und deswegen habe ich nicht die Noten, die ich haben möchte. Wenn auf dich eins oder mehrere dieser Dinge zutreffen, dann passt jetzt ganz genau auf. Denn, ich meine, ich mache das Ganze hier schon ein bisschen länger, also irgendwie schon, keine Ahnung, schon über 400 Videos zu allen erdenklichen Themen bezüglich der Oberstufe und des Abiturs gemacht und überall wirklich jede Ecke irgendwie gestopft. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass ich mehr machen will. Ich will nicht nur YouTube-Videos machen, die quasi immer die besten 5 Tipps zu irgendeinem zufälligen Thema sind, weil dann ist das für euch immer so, wie soll ich sagen, so kunterbunt. Ja, okay, ist irgendwie da ist was, okay, da. Und bei manchen sorgt das schon fast dafür, für Verwirrung. So, okay, das muss ich machen, das, okay, shit, was soll ich denn jetzt eigentlich alles machen? Und deswegen dachte ich mir, hey, es geht ja gar nicht darum, dass ihr so viele Tipps wie möglich kennt, sondern was ja wichtig ist, ist, dass ihr stressfrei eure Traumnoten schreibt und euer Traumabitur bekommt. Das ist ja das, worum es geht. Und genau dafür habe ich jetzt im Prinzip ein Komplettsystem erschaffen. Ich habe mich jetzt lange hingesetzt, wie ihr die ganze Zeit und an mehreren, wesentlich mehr Blättern, die Leute, die auf Instagram verfolgen, wissen, wie viele Blätter sind und wie lange ich da jetzt auch schon dran sitze, habe ich im Prinzip ein Komplettsystem erschaffen, was einfach die 7 entscheidenden Schritte beinhaltet, wie du eben wirklich deine Traumnoten in der Oberstufe schreibst, dass du am Ende dann auch dein 1er-Abitur mit gleichzeitig extrem viel Freizeit am Ende wirklich rauskommt. Und diese 7 Schritte bauen halt wirklich exakt aufeinander auf. Und das ist nämlich auch das, was mir davor, bevor ich das Ganze entwickelt habe, selbst noch nicht so stark bewusst war, dass du im Prinzip, dadurch, dass in der Oberstufe die Notengebung ist fast, ihr könnt euch das wie so ein Förderband vorstellen, ja? Das meiste von deinem Förderband kann schon richtig gut sein, aber wenn du in der Mitte irgendwo ein Loch hast, ja, wenn ein Schritt einfach, den du noch nicht beachtet hast oder der nicht stimmt, ja, oder der einfach nicht passt, dann kannst du noch so gut hier überall sein, dann kann der Förderband noch so gut irgendwo laufen. Wenn in der Mitte ein Loch ist oder an irgendeiner Stelle ein Loch ist, dann kommt einfach hinten nichts raus. Und das ist dann, als ich gesagt habe, okay, shit, es reicht nicht nur, dass ich ein paar YouTube-Videos mache, sondern es ist einfach extrem, extrem, extrem wichtig, dass ich ein Komplettsystem erschaffe, wo ich dich einfach an der Hand nehmen kann, exakt Schritt für Schritt durchführen kann und dann, dass dann am Ende garantiert auch sehr gute Noten rauskommen und dass, wenn da keine sehr guten Noten rauskommen, man exakt sagen kann, okay, an welcher Stelle von unserem Förderband passt doch nicht und wo müssen wir dementsprechend nachkorrigieren, dann können wir das machen und dann wirst du wirklich konstant sehr gute Noten schreiben. Dafür brauchen wir aber einen längeren Zeitraum. Und zwar brauchen wir dafür einen Prozess von 8 Wochen. So lange wird mein neues 1er-Abitur-Coaching sein. Ja? Das bedeutet, ich nehme dich wirklich an der Hand. In der ersten Woche besprechen wir den ersten Schritt, zweiten Schritt, dritten Schritt. Gehen wirklich alles individualisiert auf dich zugeschnitten zu, also das ist jetzt kein Online-Kurs, wo ich ein paar Videos drehe und dann sage hier, schaut euch das mal an, sondern wirklich individuell, 1:1, ich nehme dich an die Hand, führe dich durch, du kannst jede Woche mit mir sprechen,
Jeden Tag kannst du mir auf WhatsApp schreiben. Ich will wirklich den Personen, also es werden extrem wenige Personen natürlich sein, weil ich kann, ich meine, wir sind jetzt über 26.000 hier, ich kann nicht alle betreuen, sondern halt nur relativ wenige, weil auch ich, mein Tag hat nur 24 Stunden. Aber diejenigen, die ich betreue, denen garantiere ich wirklich, dass die perfekt da durchgeführt werden, dass für jedes Problem wir eine Lösung finden und dass sie am Ende sehr gute Noten schreiben werden. Das Ding ist aber auch dadurch, dass eben sowieso nicht alle dabei sein können. Also es gibt jetzt auch keine Webseite, wo irgendwie so, ja, ich will das jetzt hier buchen und dann geht's los. Sondern dadurch, dass es eben so ist, ist es mir halt auch wichtig, dass die Leute, die da dabei sind, nicht sagen, oh ja, hier Leo, mach mal, sondern dass sie auch bereit sind, diesen Prozess selbst zu gehen. Weil ich kann die Klausuren für dich nicht schreiben. Ja, das würden sich vielleicht ein paar gerne wünschen, aber ich kann die Klausuren für dich nicht schreiben. Das, was ich machen kann, ist dir den exakten Prozess, die exakten 7 Schritte, die aufeinander aufbauen, die kann ich dir zeigen und ich kann dir exakt zeigen, wie du diese Schritte richtig, richtig gut gehst, sodass am Ende sehr gute Noten rauskommen. Aber du musst den Weg immer noch selbst gehen. Da kann ich nichts dafür machen. Und damit wir da eben sicher gehen, dass da das auch dann umgesetzt wird, weil ich will halt auch nicht Zeit in irgendwas reinstecken, wo dann im Endeffekt du nichts raus hast, ja. Deswegen werden wir das Ganze so machen, dass wir einfach Besprechungstermine haben. Ja, sie sind vollkommen kostenlos. Das kannst du einfach direkt mit mir persönlich sprechen oder mit jemandem aus meinem Team. Dafür ist unten in der Beschreibung allererster Link gleich einfach ein Link. Da kannst du dich eintragen, suchst eine Uhrzeit aus und dann, glaube ich, gibt es noch ein paar Sachen an. Und dann spreche ich einfach persönlich mit dir oder eben jemand aus meinem Team. Und dann gucken wir eben, wo stehst du, wo möchtest du hin und wie bringen wir dich dahin. Weil so können wir eben sicher gehen, dass du die richtige Person fürs Ganze bist. Deswegen trag dich einfach mal ein. So musst du jetzt nicht denken, oh, ich bin bestimmt nicht die richtige Person. Oh, da sind bestimmt viel krassere Leute dabei. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass du krass bist. Überhaupt nicht. Ich will ja gerade den Leuten helfen, die wirklich Probleme in der Oberstufe haben. Ja? Du, das Einzige, was ich von dir brauche, ist, dass du sagst, ja, Leo, ich will wirklich was ändern. Das ist das Einzige, was ich von dir brauche. Wenn du sagst, ja, Leo, ich will wirklich was ändern und wenn dein Problem aktuell ist, dass du nicht richtig durchziehst, ja, dann können wir auch das lösen. Wichtig ist nur, dass du die Bereitschaft hast, was zu ändern. Wenn es auf dich zutrifft, dann trag dich unten ein, such einfach mal eine Uhrzeit aus, sag, hey, ich will da dabei sein. Wie gesagt, dann rufe ich dich an oder jemand aus meinem Team. Dann sprechen wir einfach mal darüber, vollkommen kostenlos. Gucken wir, wo stehst du, wo willst du hin, wie können wir dich da hinbringen. Und dann werde ich dich vielleicht schon bald auf persönlicher Basis zu deinem Traumabitur führen. Das wäre natürlich mega geil. Und da freue ich mich auch schon auf diejenigen, die das dann schlussendlich werden. Deswegen trag dich einfach mal ein, hört euch das Ganze mal an, habt ja nichts zu verlieren, außer, ja, im Prinzip könnt ihr einfach mal kostenlos 30, 60 Minuten mit mir sprechen. Und ja, deswegen trag dich einfach mal ein und dann hören wir uns. Da freue ich mich drauf. Und ansonsten glaubt natürlich immer an euch, denn ich tue es auf jeden Fall. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Praying that I get to breathe, yeah.